Ich habe die außergewöhnlich unangenehme Aufgabe, die einzige Hürde zwischen Ihnen und dem Ende des Präventionstages zu sein. Und deswegen möchte ich mich möglichst kurz fassen, aber trotzdem auch versuchen, Ihnen etwas mitzugeben, das Sie vielleicht auf der Reise nach Hause nochmals durch den Kopf gehen lassen können. Lassen Sie mich beginnen mit zwei Geschichten. Die erste Geschichte, die beginnt in Memphis, Tennessee, einer Stadt im Süden Amerikas. Und in dieser Stadt wurde im Jahr 2006 eine neue Software in Betrieb genommen. Sie hat den schönen Namen Blue Crush. Und was Blue Crush tut, ist, aus einer Vielzahl von Daten und Datenquellen Analysen zu entwickeln, um dann Verbrechen vorherzusagen. Und zwar, wo es passiert, wann es passiert, manchmal sogar auch von wem es gemacht wird. Man nennt das im Jargon der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden PredPol oder Predictive Policing. Und die Idee ist, man könnte ja die Verbrecher schon alleine aus den Datenanalysen erkennen. Und die Verantwortlichen von Memphis, Tennessee, geben sich vollmundig und sprechen von 25% weniger Gewaltverbrechen, was auch immer das heißen mag. Und viele, viele Dutzende amerikanische Städte sind dem Beispiel von Memphis, Tennessee mittlerweile gefolgt. Die erste Geschichte. Die zweite Geschichte beginnt mit etwas, mit dem Sie alle vertraut sind. Mit der Grippe. Jedes Jahr sterben Zehntausende Menschen in aller Welt an der Grippe. Aber im Jahr 2009 wurde ein neues Grippevirus entdeckt, das H1N1-Virus. Und es gab damals keinen Impfstoff. Und Gesundheitsexperten befürchteten, es könnte vielleicht Millionen Menschen das Leben kosten. Wenn man keinen Impfstoff hat, dann ist das Beste, was man tun kann, die Verbreitung der Grippe zu verlangsamen. Aber dazu muss man erst einmal wissen, wo die Grippe denn gerade ist. Nun, in den Vereinigten Staaten läuft es so, dass die nationale Gesundheitsbehörde, die Centers for Disease Control in Atlanta, Allgemeinmediziner aufgefordert haben, ihnen alle Grippefälle, alle H1N1-Fälle sofort zu melden. Und dann haben sie eben entsprechend Statistiken geführt und versucht, hier ein Bild der Verbreitung der Grippe zu erkennen. Und obwohl sie sehr intensiv gearbeitet haben, hat das Ermitteln der Daten und das Errechnen etwa 2 Wochen gedauert. Was, wenn es eine tödliche Pandemie gibt, eine Ewigkeit ist. Ungefähr zur gleichen Zeit, im gleichen Jahr, hatten Ingenieure der Firma Google eine ganz andere Idee, wie man die Verbreitung der Grippe vorhersagen kann. Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern heruntergebrochen auf einzelne Bundesstaaten, Regionen, ja geradezu einzelne Städte. Die Idee war, auf Google-Suchanfragen zu vertrauen. Google bekommt täglich aus aller Welt 5 Milliarden Suchanfragen und hat jede einzelne davon seit dem Beginn von Google gespeichert. Und dazu auch, wann sie kam und woher sie kam. Google hat dann die 50 Millionen meistverbreitetsten Suchbegriffe genommen und verglichen, wo und wann nach diesen Begriffen gesucht wird, mit den offiziellen Verbreitungszahlen der Grippe der letzten 5 Jahre. Die Idee war, die Verbreitung der Grippe nur aus den Internet-Suchanfragen heraus vorhersagen zu können. Und sie hatten Erfolg. Sie haben 500 Millionen mathematische Modelle durchgerechnet
um eines zu identifizieren, das 45 Suchbegriffe so miteinander verbindet, dass eine hohe Vorhersagewahrscheinlichkeit besteht. Hier sehen Sie die offiziellen Daten des Centers for Disease Control und die Google-Vorhersage. Aber wo die Centers for Disease Control 2 Wochen brauchten, um die Daten zu ermitteln, hatte Google die Vorhersagen in Echtzeit. Beide dieser Geschichten eint Predictive Policing und Googles Flu Trends, Googles Grippevorhersagen, beide eint, dass Vorhersagen gemacht werden über Gegenwart und Zukunft. Und in beiden Fällen werden diese Vorhersagen im weitesten Sinne präventiv verwendet. Beide eint aber auch, wie diese Vorhersagen entstehen. Sie basieren auf Big Data. Was aber ist Big Data? Intuitiv denken wir, wenn wir den Begriff Big Data hören, an viele Daten, also eine große absolute Zahl an Daten. Und da ist durchaus was dran. Diese Datenflut begann vielleicht vor etwa 15, 20 Jahren in den Naturwissenschaften. Als das Sloan Digital Sky Survey, das war ein Teleskop, im Jahr 2000 in Betrieb ging, sammelte es in den ersten paar Wochen seines Betriebes mehr Astronomiedaten als in der gesamten Geschichte der Astronomie. Über die letzten 15 Jahre hat dieses Teleskop mehr als 200 Terabyte, 200.000 Milliarden Einzelinformationen gesammelt. Aber ein Nachfolgeteleskop, hier sehen Sie ein Rendering davon, das 2016 in Betrieb gehen wird, wird diese Datenmenge alle 5 Tage sammeln. Oder denken Sie an die menschliche DNA. Im April 2003, also vor etwas mehr als 10 Jahren, 11 Jahren und 1 Monat, hat die Menschheit einen unglaublichen Erfolg gefeiert. Wir hatten eine DNA eines Menschen komplett sequenziert. Alle 3 Milliarden Basenpaaren. Das hat damals ein 10-jähriges Forschungsprojekt bedurft, hat 1 Milliarde US-Dollar verschlungen und viele Forschungszentren in der ganzen Welt verbunden. Heute kostet die Sequenzierung meiner DNA etwa 2 bis 3 Tage und weniger als 1.000 Dollar. Für die gesamten 3 Milliarden Basenpaare meiner genetischen Erbinformation. Internetfirmen gehen auch in Daten unter. Twitter bekommt 400 Millionen Tweets am Tag. YouTube hat 800 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die 1 Stunde Video pro Sekunde hochladen. Auf Facebook werden 10 Millionen Fotos jede Stunde hochgeladen. Und Google verarbeitet 1 Petabyte an Daten jeden Tag. 1 Petabyte. Was hatten Sie zum Frühstück? 1 Petabyte. Wie viel ist denn 1 Petabyte? 1 Petabyte an Daten ist so viel wie in allen Büchern, in allen Schriftstücken, in allen Journalen, in allen Ton- und Videoaufzeichnungen der größten Bibliothek der Welt, der amerikanischen Kongressbibliothek, gemeinsam gespeichert sind. Mal 100. Das verarbeitet Google jeden Tag. Wenn wir uns die Mengen ansehen, die wir an Daten in unserer Welt haben, dann wird einem fast schwindlig. Im Jahr 1987 war die Menge an Daten in der Welt weniger als 3 Milliarden Gigabyte. 20 Jahre später, im Jahr 2007, war diese Menge schon um das 100-fache angewachsen. 100 Mal mehr an Daten in 20 Jahren. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurückblicken, zum letzten Mal, als sich so eine unglaubliche Datenflut ergeben hat, dann müssen wir, so sagt Elisabeth Eisenstein, nach 1450 bis 1503 zurück,
zur Gutenberg-Revolution. Dort hat sich in 53 Jahren die Menge an Daten in der Welt verdoppelt. Hier hat sich es in 20 Jahren verhundertfacht. Aber das ist nur die eine Seite der Geschichte. Die andere ist diese Art der Daten, die wir haben. Sehen Sie die unterschiedlichen Farben dieser Grafik an. Das helle Rosa, das zeigt uns die analogen Daten an und das dunkle Lila die digitalen. Diese zweite vertikale Linie hier, das ist das Jahr 2000. Noch im Jahr 2000 waren 3/4 aller Daten in der Welt analog. Heute, 15 Jahre später, weniger als 1%. Innerhalb von 15 Jahren sind wir von einer analogen Welt in eine digitale Welt übergegangen. Was bedeutet das? Die enorme Quantität an Daten gibt uns die Möglichkeit, aus der Quantität neue Qualitäten zu gewinnen. Denken Sie zum Beispiel an die Fotografie als Metapher. Wenn ich ein Foto mache von einem Pferd jede Minute und mir die Fotos ansehe, dann sind es immer noch Fotos eines Pferdes. Mache ich aber alle 16 Sekunden ein Foto und sehe mir die ganz schnell an, dann hat die Quantität eine neue Qualität gewonnen. Sie ist zum Film geworden. Und genauso ist es mit Big Data auch. Die enorme Zunahme an Daten, die Quantität, beginnt eine neue Qualität zu bekommen, die gekennzeichnet ist von drei Eigenschaften: mehr, unscharf und Korrelationen. Lassen Sie mich diese drei Eigenschaften ganz kurz erklären. Zuerst mehr. Mehr bedeutet nicht nur, dass wir absolut mehr an Daten haben, sondern mehr bedeutet vor allem, dass wir relativ zu dem Problem, das wir studieren wollen, zu der Frage, die wir beantworten wollen, mehr Daten zur Verfügung haben als in der Vergangenheit, in der wir uns auf kleine Samples und Stichproben verlassen haben. Warum? Das Sammeln von Daten war die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch immer mit Kosten und Zeit verbunden. Und wie haben wir darauf reagiert? Wir haben versucht, aus möglichst wenig Daten möglichst viel Einsichten zu gewinnen. Wir haben unsere Verfahren, Methoden, unsere Institutionen der Wissensgewinnung darauf ausgelegt, die kleinste Menge an Daten noch so oft wie möglich auszuquetschen. Was aber ist, wenn diese Beschränkung im Sammeln, Analysieren und Speichern von Daten wegfällt, wie es im Big Data-Zeitalter passiert? Dann müssen wir die Institutionen und die Verfahren und die Methoden, die Art und Weise, wie wir aus den Daten Sinn erkennen, vielleicht überdenken. Was bedeutet das, wenn Big Data-Experten sagen, wir können die Daten sprechen lassen? Nun, stellen Sie sich wieder eine Fotografie vor. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, ich würde jetzt ein Foto von Ihnen machen. Dann müsste ich jetzt entscheiden hier, wer scharf ist auf meinem Foto, auf wen ich fokussiere und wer leider unscharf ist. Und nachher könnte ich Sie im Hintergrund leider nicht mehr scharf stellen. Das Foto ist gemacht. Ich muss also mit anderen Worten bereits zum Zeitpunkt des Sammelns der Daten entscheiden, welche Details mir wichtig sind und welche mir nicht wichtig sind. Denn ich kann nicht mehr zurück. Ich zeige Ihnen hier ein Foto einer Zahnbürste. Im Hintergrund sehen Sie etwas unscharf meinen 4-jährigen Sohn. Ich kann ihn nicht mehr scharf machen, nachdem ich dieses Foto gemacht habe. Doch. Denn dieses Foto ist kein normales Foto. Dieses Foto ist mit einer Big Data Kamera geschossen, die alle Bildebenen und alle Lichtstrahlen aufzeichnet. Man nennt sie Lichtfeldkamera. Und was ich tun kann in diesem Foto ist, ich klicke auf meinen Sohn und er wird scharf. Oder ich klicke auf die Zahnbürste. Und sie wird scharf. Ich kann also im Nachhinein entscheiden für mich, welche Elemente, welche Details wichtig sind, welche Fragen ich den Daten stellen will. Das konnte ich vorher nicht. Und das bringt unglaublich viel neue Einblicke.
Erlauben Sie mir ein aktuelles, ein tatsächliches Beispiel, das nichts mit Prävention zu tun hat, zu verwenden, um Sie ein bisschen in die Materie einzuführen. Es geht um einen Warenhändler, den Sie kennen, Amazon. Als Amazon begonnen hat, vor mittlerweile fast 20 Jahren, hatten die Angestellte Buchrezensenten, die Buchrezensionen geschrieben haben. Und zwar die besten Buchrezensionen, wie das Wall Street Journal gesagt hat, ganz Amerikas. Und dann hat der Chef, Jeff Bezos, gemeint, man könnte doch aus den Daten, die gespeichert werden, über welche Transaktionen getätigt werden und welche Produkte die Menschen anschauen, vielleicht Vorhersagen machen. Und dann sind die Marketing-Profis gekommen und haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das machen wir. Wir nehmen die 28 vorgefertigten Kategorien von Buchkäufern, der sportwagenfahrende Single, die Familie mit kleinem Kind, die alleinerziehende Frau, die gerne auf Reisen geht, der Hobbykoch, also all diese Dinge, und machen Buchempfehlungen aufgrund vordefinierter Käuferkategorien. So war das in der Zeit von Small Data und Amazon hat das auch gemacht und das Ergebnis war ernüchternd. Es war, so haben die Amazon-Leute selbst gefunden, wie wenn man mit dem Dorftrottel einkaufen geht. Die Empfehlungen waren nicht völlig daneben und trotzdem nicht hilfreich. Und dann hat Jeff Bezos und das Team bei Amazon gesagt, vielleicht sind die Kategorien falsch. Vielleicht sind die vorgefertigten Kategorien, die wir haben von Käufern und Käuferinnen, falsch. Vielleicht müssen wir aus den Daten die Kategorien generieren. Vielleicht müssen wir die Daten sprechen lassen. Und das taten sie. Und das neue Buchempfehlungssystem von Amazon ist so erfolgreich, dass es für 30% des Umsatzes verantwortlich ist. Was bedeutet das auf die Prävention bezogen? Das bedeutet, dass wir die alte Vorstellung von Gruppenprofilen, das sogenannte Profiling, hinter uns lassen können. Warum ist das interessant und wichtig? Weil das Profiling ja massive Nachteile hat. Es gibt die Schuld durch die Gruppenzugehörigkeit. Und deswegen haben Experten wie Bernard Harcourt gefordert, kein Profiling zu machen, sondern rein zufällige Stichprobenkontrollen. Das klingt gerecht, aber das stößt im Spannungsfeld zwischen beschränkten Ressourcen und gewünschter Treffsicherheit rasch an Grenzen. Demgegenüber verheißt Big Data die Quadratur des Kreises. Also individuelle Vorhersagen und daraus abgeleitet eine nicht diskriminierende, weil nicht auf Gruppenzugehörigkeit basierende Treffsicherheit. Die zweite Eigenschaft ist unscharf. Das bedeutet, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass jeder Datenpunkt mit hoher Qualität gesammelt wird, wenn ich riesige Menge an Datenpunkten habe. Wenn ich 10 Milliarden Datenpunkte habe, ist es nicht so wichtig, ob 100 Datenpunkte davon stimmen oder nicht. Das bedeutet auch, dass plötzlich sehr unterschiedliche, auch qualitativ unterschiedliche Datenquellen zusammengeführt werden können. Unscharf und mehr zusammengeführt bringt uns zu einer dritten und ganz wesentlichen letzten Eigenschaft, nämlich der Siegeszug der Korrelationen. Die Statistiker haben uns ja schon seit Ewigkeiten gesagt, ihr könnt keine Kausalität, keine Ursachen aus der Statistik herausziehen, sondern nur Zusammenhänge erkennen, Korrelationen erkennen, scheinbare Zusammenhänge in den Daten. Das ist verständlich und auf diesen Korrelationen beruht so vieles auch, was wir heute schon an Big Data verwenden, von Google Translate über Rechtschreibprüfungen online etc. Auch das Amazon-Empfehlungsservice basiert auf Korrelationen. Die alle wissen nicht, warum sie so übersetzen oder diese Bücher empfehlen und trotzdem ist es erfolgreich. Für uns Menschen ist es schwierig, weil wir der Kausalität uns verpflichtet fühlen. Wenn ich gestern schon nach Karlsruhe gekommen wäre und hier gegessen hätte und heute einen verdorbenen Magen hätte, dann würde ich automatisch denken, das muss etwas im Essen gewesen sein, obwohl es statistisch gesehen
sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich mir den gastroenteritischen Virus geholt habe, weil ich einem von ihnen die Hand geschüttelt habe. Aber mein Gehirn versucht, Ursachen und Wirkungen zusammenzufügen, um mir damit die Wirklichkeit vertraut und komfortabel erscheinen zu lassen. Oftmals stimmen diese Kausalitätsketten nicht. Sie vermitteln uns nur das Gefühl der Erkenntnis, aber nicht mehr. Demgegenüber stellt die Big Data Analyse die Korrelation, die uns nicht das Warum sagen kann, sondern nur das Was. Aber das ist als ersten Schritt jedenfalls oftmals schon ziemlich viel. Und trotzdem kämpfen wir dagegen. Und schon seit Jahrhunderten. Sie kennen vielleicht alle die Geschichte des berühmten Arztes Ignaz Semmelweis. Der Ignaz Semmelweis hat sich sehr verdient gemacht in der Vermeidung des Kindbettfiebers bei Frauen. Und er ist draufgekommen, dass wenn sich die Ärzte fest die Hände waschen vor der Behandlung oder vor der Diagnoseerstellung beim Patienten oder bei der Patientin in diesem Fall, sinkt die Anzahl der Fälle von Kindbettfieber. Er hatte nur die falsche Ursachenvorstellung. Er hat gedacht, es wären irgendwelche Keime in toten Kadavern. Aber hier sehen Sie die Anzahl der Prozent der Patientinnen, die Kindbettfieber hatten, und dann hier den Punkt, wo man in seiner Klinik das Waschen der Hände eingeführt hat, und Sie sehen plötzlich, dass die Anzahl der Erkrankungen dramatisch in den Keller fällt. Das wäre eigentlich Grund genug, das europaweit einzuführen. Tatsächlich hat es viele Jahrzehnte gedauert, bis das Handwaschen in Krankenhäusern Gebrauch geworden ist, weil die Ärzte dem Semmelweis vorgeworfen haben, er kann nicht genau die Ursache erklären und beweisen. Und da sagen jetzt die Big Data Fachleute, auch wenn wir die Kausalität nicht kennen, können wir trotzdem etwas dafür tun, dass es uns allen besser geht. Auf die Moderne runtergebrochen und wieder auf die Prävention, auf eine andere Prävention. Das ist ein Neugeborenes, ein Frühgeborenes, um es genau zu sagen. Und Frühgeborene sind besonders anfällig für Infektionen. Leider erkennen wir die Infektionen zu spät. Aus diesem Grund hat die Frau Dr. Carolyn McGregor am Universitätsspital in Toronto Big Data versucht einzusetzen. Sie hat über Sensoren eine unglaubliche Menge an Daten der Vitalfunktionen von Frühgeborenen gesammelt. 1200 pro Sekunde. Über Stunden und Tage und Wochen, über Dutzende und Dutzende von Frühgeborenen. Und dann hat sie nach Mustern geschaut in diesen Daten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine spätere Infektion bedeutet haben. Und sie hat diese Muster gefunden. Und sie kann jetzt mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Infektion bei einem Frühgeborenen 24 Stunden, bevor sich die ersten Symptome einstellen, nur aus den Mustern der Vitalfunktionen vorhersagen. Und damit werden sehr vielen Frühgeborenen die Leben gerettet. Das Interessante dabei ist, dass das Muster an Vitalfunktionen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine spätere Infektion vorhersagt, nicht ist, dass die Vitalfunktionen verrückt spielen anfangen, sondern dass sie ganz plötzlich stabil werden. Welcher Arzt hätte das gedacht? Big Data hat es ermittelt, mit wesentlich mehr Daten aus unterschiedlichen Quellen, die hier zusammengeführt werden und wo nur erklärt wird, was passiert, nicht aber was warum passiert. Kommen wir noch einmal zur Google-Grippe-Vorhersage zurück. Als ich mit dem Ken Cook hier gemeinsam in unserem Buch darüber geschrieben hatte, bekam ich ein böses E-Mail eines kanadischen Forschers. Und der hat gesagt, er hatte die Idee schon vor Google. Und ich müsste jetzt das Buch umschreiben und ihm entsprechend die Geschichte widmen. Er hat mir auch seinen wissenschaftlichen Artikel gesandt, den er dazu geschrieben hat. Was hat dieser kanadische Forscher gemacht? Er hat die richtige Vorstellung gehabt, dass man aus den Suchbegriffen die Verbreitung der Grippe vorhersagen kann. Dann hat er sich hingesetzt und hat auf einem Blatt Papier 5 Suchbegriffe aufgeschrieben, von denen er geglaubt hat, dass Menschen danach suchen werden, wenn sie Grippe haben. Und dann hat er eine Korrelationsanalyse mit den Daten gemacht, mit den echten Daten
der Verbreitung der Grippe und den Suchdaten dieser 5 Suchbegriffe und hat eine Korrelation gefunden und hat gesagt, er ist fertig. Das war also, er hat eine Theorie gebildet, aus der Theorie eine Hypothese abgeleitet und dann die Taten gewonnen. Was hat Google gemacht? Google hat die gleiche Theorie gehabt. Aber Google hatte keine Ahnung, welche 5, 10, 15 Suchbegriffe aus den 50 Millionen unterschiedlichen die beste Vorhersagewahrscheinlichkeit haben. Aus diesem Grund hat Google aus der Theorie Hypothesen algorithmisch generieren lassen. Die haben vom Computer 500 Millionen Hypothesen generieren und prüfen lassen. Nicht nur um eine zu finden, die passt, sondern um die absolut beste zu finden, die passt. Die Theorie, die gibt es in beiden Fällen. Aber was sich geändert hat, ist, dass wir hier nicht nur eine Hypothese prüfen, sondern viele unterschiedlichen in kurzer Zeit prüfen können und nicht mehr davon abhängig sind, dass wir Menschen uns die Wirklichkeit richtig vorgestellt haben. Es ist nichts anderes als eine neue Sicht auf die Wirklichkeit. Daraus ergibt sich aber auch ein sehr mächtiges neues Werkzeug der sehr spezifischen, sehr individuellen Vorhersage wahrscheinlichen menschlichen Verhaltens. In unserer heutigen Gesellschaft wollen wir mit Vorhersagen oftmals das Risiko senken, die Welt ein wenig einschätzbarer machen. Das mindert die Chance auf negative Überraschungen. Auf Vorhergesagtes kann man sich einstellen und vorbereiten. Vor allem aber sich und andere, mithin die Gesellschaft, davor schützen. Die Vorstellung ist gerade für die Politik verlockend. Big Data sagt zukünftiges menschliches Verhalten sehr gut voraus. Also wie wir uns in Zukunft verhalten werden, nicht wie wir uns bereits verhalten haben. Und das erlaubt dem Staat, uns dafür zur Verantwortung zu ziehen, noch bevor wir den Gesetzesbruch überhaupt begangen haben. Wenn Sie jetzt an den Hollywood-Film Minority Report denken, dann ist das ziemlich genau diese Art von Vorsage durchtränkter Zukunft, die ich meine. Ist es nicht immer besser, ein Verbrechen zu verhindern, als nachher jemanden dafür zu bestrafen? Wenn der Mörder gestoppt wird, noch bevor der Mord ausgeführt wird, dann gibt es ja jedenfalls kein Opfer, das zu Schaden kommt. Ich denke, Sie als Präventionsexpertinnen und Experten sind jedoch hier ebenso tief skeptisch wie ich. Denn zum Ersten sind Vorhersagen nie perfekt. Sie geben lediglich eine statistische Wahrscheinlichkeit wieder. Damit würden wir Menschen ganz routinemäßig bestrafen, die das vorhergesagte Verbrechen gar nie begangen haben. Schlimmer noch, indem wir eingreifen, noch bevor das Verbrechen geschieht und den vermeintlichen Verbrecher zur Verantwortung ziehen, verweigern wir diesem Menschen im Kern den freien Willen, also die Fähigkeit, sich selbst zu entscheiden, ob und wann er oder sie handeln möchte. Wie sollte denn ein Mensch in dieser Welt der Vorhersage noch seine Unschuld beweisen? Denn noch vor dem Verbrechen aus dem Verkehr gezogen, kann er gar nicht zeigen, dass er das, was ihm vorgeworfen wird, gar nicht getan hätte. In dieser Welt wäre die Vorhersage gleichbedeutend mit dem Urteil der Schuld. Das bedeutet aber auch das Ende der Verantwortlichkeit. Denn die Freiheit des Menschen, über sein Handeln selbst zu entscheiden, ist die Kehrseite menschlicher Verantwortung. Wer schon aufgrund von Vorhersagen bestraft wird, der hat jedenfalls gegenüber dem Staat keinen freien Willen mehr. Aber wie können wir uns ohne freien Willen so etwas wie persönliche Schuld und persönliche Verantwortlichkeit überhaupt noch vorstellen? Wenn ich nicht mehr frei entscheiden kann, was ich tue, dann kann ich für mein lediglich vorhergesagtes Handeln auch gar nicht mehr im klassischen Sinn schuldig sein. Sperrt mich die Gesellschaft dann trotzdem ein, dann kann ich nicht schuldig sein, denn Schuld macht nur Sinn, wenn ich mich frei entscheiden konnte und bewusst
zum Beispiel für das Falsche entschied. Dieses Ende der Schuld, wie wir sie kennen, bedeutet dann, dass Menschen, die wir aufgrund von Big Data Vorhersagen ins Gefängnis stecken, nicht schuldig sind, wir sie aber trotzdem bestrafen. Wir hätten damit menschliche Verantwortung abgeschafft und durch etwas viel Schlimmeres ersetzt, durch schuldlose Strafe. Es wäre nichts weniger als das Ende menschlicher Handlungsfreiheit, jedenfalls gegenüber der Gesellschaft. Big Data Vorhersagen einzusetzen, um damit Menschen zu bestrafen, in einem freiheitlichen Rechtsstaat, um Frau Merkel zu zitieren, geht das gar nicht. Aber was ist, wenn der Staat die Vorhersagen nicht zur unmittelbaren Strafe nutzt? Wenn etwa nur eine Polizeistreife vor dem Haus hält und nach dem Rechten sieht oder den Betroffenen so lange ins Gespräch verwickelt, bis die vorhergesagte Tatsituation vorbei ist? Das wäre doch keine Strafe. Oder doch? Wie würde die betroffene Person es empfinden? Wie würden die Nachbarn auf den Streifenwagen reagieren, der mitten in der Nacht auftaucht und dann stundenlang vor der Türe parkt? Die Grenzen zwischen präventiver Intervention und empfundener Strafe sind fließend. Wie stark darf der Staat entscheiden können? Wie stark darf der Staat hier intervenistisch entscheiden? Wo ist unsere eigene Entscheidungsfreiheit zu Ende? Ich denke, jedenfalls dort, wo wir überhaupt nicht mehr entscheiden können. Wenn die Polizei bleibt, bis der vorhergesagte Tatzeitpunkt vorüber ist, dann kann ich mich gar nicht mehr für oder gegen das spezifisch vorhergesagte Verhalten entscheiden. Wenn die Polizei aber nur vorbeikommt oder ein Sozialarbeiter mit mir ein Gespräch führt, mag ich das immer noch als Strafe empfinden, aber mir bleibt jedenfalls im Kern noch ein Fünkchen der Freiheit der Entscheidung. Noch schwieriger wird es, wenn wir uns fragen, welche Reaktionen gerade von kommerziellen Anbietern als Bestrafung unzulässig sind und welche nicht. Versagt der Staat jemanden den Führerschein, weil eine Big Data Vorhersage voraussieht, dass die Person ein schlechter Autofahrer wird, dann ist das klar eine Strafe. Fußnote: In den Vereinigten Staaten gibt es das schon. Da müssen Absolventen der Highschool, die schlechte Noten haben, mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen. Aber was ist, wenn die Person zwar den Führerschein bekommt, aber keine Autoversicherung mehr abschließen kann? Ist das nicht Strafe? Und was ist, wenn die Person zwar eine Versicherung bekommt, aber die Monatsprämie doppelt so hoch ist wie bei den anderen, obwohl die Person noch nie einen Unfall verursacht hat? Im Kern geht es hier um die Frage, welche Konsequenzen an eine Big Data-Vorhersage geknüpft werden und wie diese Handlungsfreiheit des Einzelnen verringert wird dadurch. Wir müssen freilich vorsichtig sein. Das zentrale Problem hier ist nicht die Big Data-Vorhersage, sondern für welche Zwecke die Big Data-Vorhersage eingesetzt wird. Menschen nur für vorhergesagtes Verhalten verantwortlich zu machen, heißt nichts anderes als Big Data-Korrelationen, die uns lediglich das Was sagen können, für Schuldzwecke und Kausalursachenzwecke zu missbrauchen. Wie ich erklärt habe, können uns die Big Data-Korrelationen eben gerade nichts über das Warum sagen, als über die Ursachen. Das macht Big Data-Korrelationen außerordentlich ungeeignet zu entscheiden, wer Verantwortung trägt. Leider sind wir Menschen darauf getrimmt, die Welt, ich habe schon erwähnt, als Folgen von Ursachen und Wirkungen zu sehen. Damit aber ist Big Data der permanenten Gefahr ausgesetzt, zur Ursachenforschung missbraucht zu werden. Ich komme zum Schluss und will Ihnen Möglichkeiten der Kontrolle vorschlagen. Bevor ich Ihnen meine Vorschläge vorstelle,
möchte ich aber ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir primär vor allem eine öffentliche Debatte über die Grenzen der Vorhersage im Zeitalter von Big Data brauchen. Von staatlicher Vorhersage, aber auch von privatwirtschaftlicher Vorhersage. Welche Kontrollfunktionen und Möglichkeiten gibt es? Erstens müssen wir die menschliche Handlungsfreiheit schützen. Traditionelle liberale Grundrechte schützten vor den Gefahren des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir müssen nun zusätzliche Grundrechte für das 21. Jahrhundert schaffen, die uns davor bewahren, dass wir Big Data und ähnliche mächtige Werkzeuge ohne Schranken einsetzen und damit unsere eigene menschliche Freiheit zu handeln und zu entscheiden untergraben. Im Bereich der staatlichen Strafverfolgung muss das ganz klar in der Zukunft heißen, keine individuelle Verantwortlichkeit ohne Ursache. Das bedeutet auch, nicht nur für den staatlichen, sondern vor allem auch für den privatwirtschaftlichen Bereich, der weit über das Gefängnis, die echte Strafe hinausgeht, dass wir hier die Voraussetzungen für Transparenz, für Zertifizierung und Widerlegbarkeit von Big Data Vorhersagen schaffen müssen. Es darf hier Big Data nicht zu einer Blackbox werden, die zu einem Ergebnis führt, das für den einzelnen Betroffenen weder durchschaubar noch widerlegbar ist. Drittens brauchen wir Hilfe von Experten, einer neuen Kaste von Experten, die wir die Algorithmiker nennen und die nicht nur in der Big Data-Analyse geschult sind und uns Betroffene dabei helfen können, sie zu verstehen, sondern auch in den ethischen Grenzen geschult sind. Wir sehen diese Algorithmiker als Sachverständige und Fachleute, die an Professionalität, Unabhängigkeit und an Vertraulichkeit gebunden sind, so wie wir es etwa im Bereich der Medizin schon kennen. Und wir brauchen noch etwas. Unsere gelebte Erkenntnis, dass Freiheit, unsere Freiheit, unser Leben zu gestalten als Individuen und auch als Gesellschaft, diese ganz zentrale Freiheit auch bedeutet, ein Stück Risiko anzunehmen und zu akzeptieren, ein Stück anzuerkennen, dass wir Menschen verwundbar sind und verletzbar sein müssen, wollen wir am Ende auch Menschen bleiben. Und nicht bloß Erfüllungsgehilfen und Rädchen in einer Maschinerie von Vorhersage und Risikomanagement. Big Data wird uns sicher helfen, die Welt besser zu verstehen. Unsere Entscheidungen werden besser werden. Aber Big Data bringt auch eine Reihe neuer Herausforderungen und gravierender neuer Gefahren. Was hier von entscheidender Bedeutung ist, dass wir diese mächtige Technik Big Data so verwenden, dass wir die Herren dieser Technik bleiben. Dass es genauso, wie es wichtig und entscheidend ist, aus den Daten zu lernen, wir uns auch einen Platz für das Menschliche schaffen und bewahren müssen. Für unsere Originalität, für unsere Kreativität, für unsere Irrationalität und für die Freiheit, manchmal auch uns gegen das zu entscheiden, was uns die Big Data-Vorhersage vorgibt. Denn die Daten sind am Ende immer nur ein Schatten der Wirklichkeit und deswegen immer unvollständig. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir in dieses Big Data-Zeitalter hineingehen mit einem großen Stück an Demut und einem mindestens ebenso großen Stück an Menschlichkeit. Vielen Dank.